Untergrund lebten vor langer Zeit die drei Käsehochgeister. Sie hatten ihren Namen, weil sie klein waren und Käse über alles liebten. Jeden Tag saßen sie zusammen und aßen Käse in allen Variationen. Alten Käse, jungen Käse, Oberster, geschmolzenen Käse und so weiter. Eines Tages jedoch ging der Käse zur Neige. Und die Aufregung war groß. Sie machten sich auf die Suche nach neuem Käse. Manche von ihnen waren sehr eifrige Sucher. Manche von ihnen hatten überhaupt keine Lust zum Suchen. Sie hatten einfach nur Hunger. Um Käse zu finden, durchkreuzten sie alle Gänge und Keller im Untergrund. Sie liefen in den roten Gänge, blauen Gänge, die grünen und die gelben. Sie konnten jedoch keinen Käse finden. Was sie nicht wussten, war, dass auch andere Geister in diesem riesigen Labyrinth im Untergrund lebten. Das waren die Brezengeister. Diese lebten ausschließlich von Brezen. Tag ein, Tag aus aßen sie Brezen, immer nur Brezen. Ehrlich gesagt, diese Brezen hingen ihnen zum Hals raus. Früh, morgens und abends Brezen. Warum immer nur Brezen? Das Geheimnis war eine große Brezenhöhle. In dieser Höhle vermehrten sich die Brezen jeden Tag unaufhörlich. Sie machten sich Gedanken, wie man etwas Abwechslung in ihre Ernährung bringen könnte. Also machten sie sich auf die Suche nach anderem Essbarem. Sie suchten in den orangenen Gängen, in lila Gängen, in den weißen und in den dunklen. Eines Tages geschah, was geschehen musste. Die Brezengeister stießen auf ihrer Suche nach Essbaren auf die drei Käsehochgeister. Die Überraschung war zuerst groß und sie fürchteten sich voreinander. Sie geisterten sich gegenseitig an, sie geisterten fast schon um die Wette, wer besser im Geistern ist. Als sie gegenseitig erkannten, dass sie eigentlich alle total ungefährlich sind, schlossen sie Freundschaft. Sie erzählten von ihrer Absicht, Essbares zu finden. Plötzlich bemerkten sie, dass sie voneinander profitieren könnten, indem sie einfach ihr Essen teilten. Durch das Teilen brachten sie auch eine große Abwechslung in ihre Ernährung. Sie stellten fest, dass Brezen und Käse, vor allem Oberster, hervorragend zueinander passten. Außerdem waren sie durch ihre Freundschaft viel mehr als vorher, sodass man zukünftig viel besser und leichter nach neuem Essen suchen konnte. Gemeinsam gingen sie nun auf die weitere Suche nach Käse und sie wurden schon bald fündig. Nun stand dem neuen Essgenuss nichts mehr im Wege. Wenn der Käse mal zu Ende ging, suchte man gemeinsam nach neuem Käse. Alle waren glücklich.